Wenn ich dich Ja. jetzt an dem Punkt mal etwas fester binden möchte, wir haben ja überlegt, was sind das für Fähigkeiten, die man braucht. Wir haben gesagt, die HR muss sich ändern, die Führungskräfte müssen sich ändern, das Mittelmanagement sollte mehr Raum kriegen, die Freiwilligkeit war ein Stichwort von dir. Was sind weitere Skills, wo du sagst, die braucht eine Person, Schrägstrich, die sollte ein Unternehmen nicht nur vorrätig haben, sondern aktiv einsetzen? Ja. Also ich denke, dass die wichtigste Zukunftsskill, die wir brauchen in Zukunft, ist Mut. Mut. Ja, den Mut eben auch Ballast über Bord zu werfen, mal alles in Frage zu stellen. Ja, so wie einen Frühjahrsputz zu machen. Weil auf dem Weg in die Zukunft bei Hochgeschwindigkeitslaufen, da brauchen wir leichtes Gepäck. Und die meisten Unternehmen, die sind einfach behäbig geworden. Hier noch eine Regel, da noch ein Verfahren. Und dadurch, dass wir die Silostrukturen haben, will auch jede Abteilung so für sich ein bisschen zeigen, dass sie wichtig ist und kreiert immer Neues. Und man überlegt sich nicht, welches Alte muss denn weg, damit wir das Neue machen können, sondern es wird immer draufgesattelt und alle Mitarbeiter sind irgendwann am Anschlag. Ja, und es muss nicht ein Altes weg, damit was Neues draufkommt. Es müssen zwei alte Dinge weg. Damit das Gepäck leichter wird, muss ich zwei Teile rausholen aus dem Rucksack, bevor ich einen Teil wieder reinlegen kann. Ja, und das sind alles, das ist so gesunder Menschenverstand. Das macht man zu Hause auch. Ja, wenn man renoviert, ja, das Erste, was man macht, die alten Möbel weg. Ja, damit die neuen Möbel Platz finden und man wieder auch ein bisschen Luft hat, versucht man hier ein bisschen Raum zu schaffen, damit es auch optisch schön wird und damit ich mit den neuen Möbeln gut in die Zukunft komme. Das ist so gesunder Menschenverstand oft und ja, leider in den vielen Unternehmern und Managerköpfen ein bisschen abhanden gekommen. Nehmen wir mal das Thema Mut noch zu ein weiteres Thema dazu. Ich habe mal für mich, ich kann es nur aus meiner Sicht beschreiben, ich habe das auch nicht empirisch validieren lassen, aber ich sage, wenn ich was Neues beginne, sollte ich meinen Mitarbeitern circa 20 bis eher 30% Freiraum schaffen, mindestens. Ja, Siehst du das mindestens. auch so oder würdest du sogar noch weitergehen, damit da ein Ja. Raum für Neues entstehen kann? Also zunächst mal, die Menschen sind alle verschieden. Das muss ich auch berücksichtigen. Ja, das heißt, es gibt Menschen, die brauchen diesen Freiraum. Ja, die müssen, da muss man die Käfigtür aufsperren, damit die fliegen kann. Und dann zeigen die erst, was die können. Ja, wenn man sie fliegen lässt. Und die sind auch mit, die kommen gut zurecht mit diesem Freiraum. Für die ist Freiraum eben keine Gefahr. Ja, Neuland, Freiraum im Neuland keine Gefahr, sondern es ist eine Chance. Und die sehen es eben auch positiv. Das wäre Und so dann. ein Typ, wenn ich da kurz dazwischen sprechen darf. Mir fällt sofort Gunter Dück ein, als Typ, der hat Ja, ja diese Rolle jetzt absolut. nicht mehr, aber früher bei IBM hatte er diese Ja, Rolle des Freigeistes absolut. und die hat er wunderbar genutzt. Ist das so ein Ja. Beispiel, wo du zuständig Ja, ein bist? wunderbares Beispiel. Wild Duck, man nennt ihn Ja. ja auch Wild Duck. Da kommt, dass der Name sozusagen ist schon Programm. Und ich meine, ich schätze ihn unglaublich. Und er hört ja auch nie auf. Er ist jetzt ja schon länger nicht mehr in der Position, hat jetzt gerade wieder ein neues Buch rausgebracht, um einfach immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und sagen, Leute, ihr seid noch immer nicht weitergekommen. Es ist immer noch dieses Alte und ihr müsst doch längst schon ins Neuland gehen. Ja, aber es gibt genügend Menschen, die tun das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und dieser Verwaltertyp, das ist eben so ein Typ, der hat Angst im Neuland. Der Gestaltertyp, der will ins Neuland, weil dort kann ich Kreativität und dort kann ich Neuerungen und dort kann ich eben all das, was die Zukunft braucht, auch einbringen. Aber das ist einfach nur ein bestimmter Typ Mensch und der ist abgesehen davon in Deutschland relativ rar. Ja, wenn ich hier kurz Hans Georg Heusel noch einbringen kann, der hat ja mit Verbindungsprobleme. diesen limbischen Typen Furore gemacht. Ja, und da gibt es ja eben diese drei Urtypen, der Stimulante, der Dominante und eben der Balancetyp. Und der Balancetyp, das ist eben dieser Verwalter, der Regeln braucht, der Standards braucht, sagt mir Chef, was ich tun muss und dann mache ich das auch. Und dann machen die das auch wirklich ordentlich, aber eben nichts darüber hinaus. Das sind diese Vorgabenerfüller, diese Dienst nach Vorschriftmacher, das sind diese Balancetypen. Und von denen haben wir in Deutschland an die 60%. Ja, und die sind eben nicht nur Mitarbeiterkreis, wo man hier und da ja auch diejenigen braucht, die einfach abarbeiten. Und die sind halt auch im Management. Und wenn ich 60% Verwalter habe im Management, dann weiß ich schon in etwa, in welche Richtung das geht. Und diese Stimulanten, das sind eben diese Übermorgengestalter, die mit Inbrunst und Leidenschaft und Innovationsgeist und Mut ja ins Neuland gehen, das sind plus minus 10%. Ja, und die brauche ich in den Unternehmen und in klassischen Unternehmen sind sie oft nicht mehr da, weil da hat man sie fortgejagt.
Ja, weil die Ja sind ja klar, auch die unbequem. gehen von sich aus auch, weil wenn du da keinen Freiraum hast, wirst du ja irgendwann sagen, komm, in diesem Käfig möchte ich mich eigentlich nicht, hier kann ich mich nicht wohlfühlen, also geht man. Also das ist, glaube ich, eine ganz logische Konsequenz. Oder man Absolut. verkümmert, das ist dann der schlechteste Punkt für die Person. Aber Mut, ich würde dein Stichwort Mut nochmal gerne aufgreifen. Ich glaube, es braucht auch Mut zum Freiheiten für die Mitarbeiter geben, also Entscheidungsfreiheit zu geben. Es ist nicht nur die zeitliche Freiheit, sondern es geht auch um die Freiheit, frei entscheiden zu können in der Situation, nicht zu warten, bis dann die Hierarchie sagt, jetzt können wir die Entscheidung mal treffen, sondern jetzt die Entscheidung zu treffen, damit eben, wie du sagst, die Schnelligkeit entsteht. Und nicht zu warten, bis das nächste Board vielleicht diese Entscheidung trifft oder Abteilungsteams sich zusammentreffen. Ist das auch ein wichtiger Impuls aus deiner Sicht? Absolut wichtig. Ja, also wir sprechen ja zunächst mal über, wenn wir über Mitarbeiter sprechen, da sprechen wir im Wesentlichen auch über operative Entscheidungen. Ja, strategische Entscheidungen, die würde ich wohl in der Führungsspitze belassen. Das kann man dem Mitarbeiter auch nicht weder zutrauen noch zumuten. Da kriegt er natürlich auch Angst, weil er einfach da auch Sorge hat, dass das in die falsche Richtung läuft. Da hat er auch nicht die richtigen Kompetenzen dazu. Wir sprechen über operative Entscheidungen. Ja, und ich zitiere da gern Spotify, ein extrem erfolgreiches Unternehmen. Die haben mal festgestellt, im operativen Bereich, in 70% aller Fälle entscheiden Chef und Mitarbeiter gleich. Ja, warum brauche ich dann diese ganzen Genehmigungsverfahren und dieses Absegnen? Ja, wenn ich das Wort Absegnen schon höre, ja, also sind Führungskräfte Götter, ja, ein Gott, ein Priester, ein hoher Priester, der segnet ab. Was ist das für ein Mindset, das da im Unternehmen die Runde macht? Und bei Spotify hat man festgestellt, in 20% der Fälle, also operative Entscheidungen, treffen die Mitarbeiter die besseren Entscheidungen. Und auch das ist ja wieder logisch, die sind ja viel näher am Thema dran. Die sind im Tagesgeschäft, die reden tagtäglich mit den Kunden. In der Führungsspitze bin ich ja weit weg vom Schuss. Da habe ich nur noch Dashboards. Ja, da werden Kunden über Dashboards gesteuert. Was für ein Blödsinn über Zahlen, Daten, Fakten, die sind manipulierbar. Natürlich, ja, wenn ich Ergebnisse, Quartalsergebnisse brauche, da weiß ich schon, wie ich da an Schräubchen drehe, um das in die richtige Richtung zu bringen, um von Gelb oder Rot auf Grün zu kommen, wenn ich in Ampelsystemen bin und so weiter und so fort. So, das heißt, wenn es ja doch so ist, dass die operativen Entscheidungen gut aufgehoben sind bei den Mitarbeitern, also wenn die vorbereitet sind, ne, dazu braucht es natürlich auch Übung. Ich kann die Leute nicht ins kalte Wasser schmeißen, wenn die Entscheidungen noch nicht können, also noch nicht schwimmen können im übertragenen Sinn. Man muss üben, um zu brillieren. Aber danach weite ich den Entscheidungsraum. Und dann ist etwas sehr Wichtiges, was ich noch ergänzen würde dann in den Unternehmen, wenn ich den Entscheidungsraum weite, dann brauche ich ein Tool, das nennt sich konsultative Beratung. Ja, das heißt, bevor ein Mitarbeiter, ein einzelner Mitarbeiter oder ein Mitarbeiterteam eine Entscheidung trifft, berät es sich immer noch konsultativ mit ein oder zwei oder drei Personen. Ja, nicht Leuten, die zu allem Ja und Amen sagen und nett sind. Ja, dann sage ich bei dir ja, dann sagst du beim nächsten Mal bei mir ja, sondern Menschen, die wirklich Expertisen haben. Das kann der Chef sein, dann ist der Chef aber ein Berater und nicht der Entscheider. Ja, dann ist der Chef ein Berater, der seinen Impuls gibt, der auch vielleicht wichtige Blickwinkel reinbringt, ja, Blickwinkel, die eben ein Stück weit auch in die Strategie hineinkommen. Und die Entscheidung trifft eben dieses Team oder der einzelne Mitarbeiter, nachdem er sich zwingenderweise konsultativ beraten hat, also eine zweite, dritte Meinung eingeholt hat. Ja. Wunderbar, jetzt haben wir schon, ohne dass wir die Kapitel im Einzelnen besprochen haben, aber die ersten zwei Bereiche aus deinem Buch schon mal, ich sage mal, nicht in aller Tiefe, aber durchaus in den wichtigen Details gestreift und auch in Teilen eben wirklich tief eingedrungen.